Oberösterreich – Ideen und Inputs, eine Serie von Audio CD.at. Heute Folge 3 mit Karl-Heinz Strauß, CEO der POA. Er erklärt, warum Tun statt Jammern auf der Tagesordnung steht und weshalb Österreich einen 10-Jahres-Plan braucht, um sich Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Österreich ist ein wunderbares Land und gleichzeitig ein toller Industriestandort. Wir haben alle Voraussetzungen, insbesondere für Industrien unter dem Schlagwort 4.0. Wir haben toll ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den Standort und das alleine zeichnet uns schon aus und vor allem unser Standort mitten in der EU, aber trotzdem nahe den USA, nahe Asien und Afrika, prädestiniert Österreich im ganz Besonderen. Ich glaube, man soll auch nicht zu schwarz malen, was Österreich betrifft, sondern es läuft hier in Österreich vieles um einiges besser, als man durch die ständige Jammerei oder durch Zeitungsmeldungen heute hört. Es geht uns viel besser und es geht uns eigentlich so gut wie noch nie zuvor, aber wir müssen in Österreich etwas tun, damit wir uns diesen Standard, diesen Wohlstand und diese positive Stimmung im Grunde genommen wieder erarbeiten und erhalten können. Es gibt große Herausforderungen. Die Herausforderung einerseits ist natürlich Bildung. Die Bildung ist ein wesentliches Thema in Österreich. Wir haben das teuerste Bildungssystem und es kommt am wenigsten dabei heraus. Also mit einem Wort ineffizient, ineffizient, ineffizient. Wir haben eine schleichende Deindustrialisierung in Europa, natürlich auch in Deutschland und auch dadurch gebunden auch in Österreich, die irgendwie stillschweigend hingenommen wird und keiner regt sich auf und tut etwas. Es werden heute Investitionsentscheidungen in großen, börsennotierten Unternehmen oder Familienunternehmen getroffen, die dann nicht mehr reversibel sind. Und man hat dann in 2 oder 3 Jahren, wenn die Infrastruktur im Ausland aufgebaut ist, kann man nicht mehr zurück. Und unser Credo bei den Themen ist natürlich, es muss etwas getan werden. Und getan heißt natürlich synchronisierte Handlungsweisen oder synchronisierte Abstimmungen. Und dazu bedarf es einen Plan für Österreich. Jeder vernünftige Wirtschaftsstandort weltweit hat zumindest einen 10-Jahres-Plan. Was ist für dieses Land gut? Was ist unser Vorteil gegenüber der Konkurrenz? Was können wir besonders gut einsetzen? Und was brauchen wir, um Österreich in die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte zu bringen? Also es bedarf zumindest für einen 10-Jahres-Plan. Und dieser 10-Jahres-Plan ist die Vorgabe für alle Ministerien, völlig egal von welcher Partei sie geführt worden oder geführt werden, das ist dem unterzuordnen. Es gibt einen Plan für Österreich und an dem arbeiten wir alle. Und das ist ein wesentlicher Punkt, was unsere Wettbewerbsfähigkeit drastisch steigern würde, denn es kann dann nicht sein, dass ein Ministerium sagt, wir gehen in diese Richtung und das andere Ministerium, weil eine andere Partei ist, sagt, wir gehen in eine ganz andere Richtung, sondern es gibt einen Plan für Österreich. Und alle Parlamentarier haben ja die erste staatstragende Pflicht, Österreich für Österreich zu arbeiten, Österreich zuzuarbeiten und erst in zweiter, dritter Reihenfolge ihren Parteien oder ähnlichen Institutionen die Dinge zu helfen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und hier hat ganz besonders natürlich die Wirtschaft eine besondere Aufgabe, diesen Plan zu entwickeln. Und alle 2 Jahre gehört dieser Plan auf die Probe gestellt, gehört noch einmal diskutiert mit allen, mit den Bürgern, mit den Kammern, mit den Wirtschaftstreibenden, mit den Behörden. Was müssen wir anpassen, um das Ziel zu erreichen, dass wir uns immer geschworen haben. Das ist ein wesentlicher Punkt. Nicht jammern, sondern handeln und immer die wesentlichen 3 Buchstaben, T-U-N, tun. Ich definiere das gerne für mich unter meinen 4 Ds, Deglobalisierung, Dekarbonisierung, Digitalisierung und Demografie. Was ist der wesentliche Punkt bei Deglobalisierung? Wir haben gelernt in den Konflikten und in der derzeitigen Situation, wo neue weltweite Blöcke gebildet werden,
dass wir Lieferketten regionalisieren, dass wir stark europaweit einkaufen, dass wir darüber hinaus unsere Lieferketten sehr genau im Auge behalten unter wesentlichen Aspekten. Wir brauchen kein Bürokratiemonster aus Brüssel, um unsere Lieferketten zu definieren. Das machen wir eh schon automatisch und jedes Unternehmen macht das eigentlich so. Und auch mit viel Bürokratie werden wir die Ziele, die hier von der EU vorgegeben sind, weder erreichen noch sonst was, sondern sie sind widersinnig und abartig teilweise. Das heißt, Deglobalisierung, neue Blöcke, neue Lieferketten, Regionalität stark bevorzugen und langfristige Partnerschaften. Digitalisierung, keine Frage. Wir müssen viele Prozesse automatisieren, vorher mit Prozessen und digitalen Themen unterlegen, damit wir sie dann automatisieren können. Aber auch das Bauen von heute, ja, ist eben Lean Construction. Digitale Bänder, die um die Häuser gelegt werden, damit jeder weiß, wann er was, wo, wie tun muss. Und dass nicht nur einer, sondern alle wissen, was jeder wo tun muss. Und wenn jemand ausfällt, kann man das sehr gut steuern. Das bringt bis zu 25% eine schnellere Bauzeit. Wir sind immer mit den richtigen Dingen von Anfang an unterwegs. Wir haben nicht zu viel, nicht zu wenig Leute auf der Baustelle. Es wird eher beim ersten Mal alles richtig gemacht. Und auch der Bauherr weiß, was er wann, wo und wie entscheiden muss. Und vor allem, was es dann kostet, wenn es nicht entscheidet. Und Digitalisierung, die ganze Innovationsthemen, digitaler Zwilling, BIM, digitale Themen, ist für uns State of the Art und da gehört die Bohr auch zu den Führenden. Der dritte Punkt, Dekarbonisierung. An der Nachhaltigkeit führt kein Weg vorbei. Das Thema Nachhaltigkeit drücke ich immer aus unter ESG, also Umwelt, Soziales und Governance. Umweltthemen wie Gas, Wasser, Stromverbrauch, unsere Rohstoffe, Kreislaufwirtschaft, Recyclingquoten, das sind Themen, die heute schon State of the Art bei uns sind und täglich angewandt werden. Genauso im sozialen Bereich, da ist die Bohr schon seit Jahrzehnten ein führendes Unternehmen mit eigenen Versicherungen, Gesundheitsmanagement bis hin zu Diversity, Inklusion, wir fördern Frauen, wir fördern Jugend, Lehrlinge ohne Ende und vor allem das Ausbildungsprogramm der Bohr, sowohl im technischen auch als im kaufmännischen, ist weit bekannt. Und der letzte Punkt, demografischer Wandel, der trifft uns alle, ob wir wollen oder nicht, wir werden weniger. Das heißt, wir brauchen, wenn wir den Standard halten wollen, gezielte Migration. Muss einmal unterschieden werden zwischen Asyl und Migration, was das eine bedeutet und was das andere nicht bedeutet. Ich glaube, ist ein wesentlicher Punkt, auch gesetzlich nachzuziehen. Aber Demografie trifft uns alle. Wie können wir diesen Wandel korrigieren oder entgegensteuern? Da ist natürlich künstliche Intelligenz ein Thema, dass wir uns von vielen Aufgaben durch künstliche Intelligenz helfen lassen, aber trotzdem, auch wenn hier Effizienzsteigerungen bis zu 25% möglich sind, wird der Mensch bei der Bohr immer im Mittelpunkt sein und wir werden eine gezielte Migration brauchen. Siehe das Beispiel Bohr in Rumänien mit sehr gut ausgebildeten indischen Bauarbeitern und Bauarbeiterinnen, die uns helfen können. Zusammengefasst heißt es, und das ist, glaube ich, wesentlich, tun, nicht jammern, aber wesentlich ist auch, egal wer uns heute regiert, wenn es einen 10-Jahres-Plan gibt, der wissenschaftlich, wirtschaftlich und sozial gerecht gemacht wird, dann wissen wir und können uns darauf verlassen, wo wir hingehen, was wir tun müssen, Investitionssicherheit. Nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen, die in einem starken Österreich investieren wollen. Und dann einfach die Dinge tun und eines ist auch ganz klar, die Lage ist viel besser, als es ausschaut, es geht uns so gut wie nie zuvor, obwohl für uns merkbar die Spannungen in und um uns zunehmen. In dem Sinn, auf ein starkes Österreich, lasst uns nicht jammern, sondern Thomas. Das war Folge 3 von Standort Österreich. Ideen und Inputs auf Audio CD.at. Mit Karl-Heinz Strauß, CEO der Bohr. Weitere Folgen aus dieser Serie sind in den Shownotes verlinkt.